Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Bilde 2, meine Lieben. Wir sind in der Stroheinsammlung auf unserem abgeernteten Haferfeld. Und in der letzten Folge heute, vierte Folge, schon wieder letzte Folge vom Aufnahmemontag. Das heißt, heute ist auch Montag. Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, auch mal live dabei zu sein, wenn wir Bilde aufnehmen, dann schaut doch gerne am Montag mal rein. Könnt ihr live dabei sein. Hatten heute wieder über 100 Leute geschafft. Freut mich riesig, dass wir solche Seiten solche Zahlen wieder erreichen. Ist ja doch eine Weile her. Ich habe auch, liegt natürlich an mir, weil ich, ja, ich weiß nicht, was das war. Ich war so ein bisschen in einem Loch und hatte dann nicht die Motivation, den Stream anzuschalten. Aber das Projekt zieht mich da ein bisschen raus. Das freut mich. Und euch glaube ich auch, weil die Zuschauerzahlen sprechen dafür. Klar haben wir ein paar Spione dabei, aber so soll es sein. Ja. Freut mich mega, dass ihr da seid. Viel Spaß bei dem Projekt. Dann schauen wir mal, was diese Folge so bringt. Wir könnten jetzt mal schauen. Das ist ein riesen Sonnenblumenfeld. Das wäre natürlich süßes. Das wäre interessant. Das ernten zu lassen und selbst ernten, also das ernten zu lassen ist richtig teuer und das selbst zu ernten ist absoluter Abfuck. Hallo, Schneegans, hallo. Ja, der Merkerhans, komm du nochmal. Ja. Ich soll jetzt bei Ihnen auf Feld 41 noch kalken. Richtig. Haben Sie Kalk selber oder? Nee, das müssen Sie mitbringen. Ja, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ja, danke. So. Die Frage ist, wollen wir das machen? Soll ich dieses Riesen... soll ich dieses Riesenfeld... soll ich das kaufen? Weil das tut natürlich auch unseren Kreditrahmen hochjagen, ne? Ruf mal, der freut sich da. Ah ne, der ist gerade oben, okay. Erstmal die Maschinen. Na gut, was brauchen wir denn? Also, Drescher, aber dann ernte ich 5 Folgen Sonnenblumen. Da habe ich eigentlich nicht wirklich Bock drauf. Feld 1 kaufen und einen Drescher kaufen. Und mit dem einen Anhänger, die Wege sind kurz, kommen wir eigentlich hin, sind wir ehrlich. Weil die großen Tanks von den LU-Dreschern, die fassen ja auch in was, ne? Die fassen ja auch einiges. Oder Drescher mieten. Aber da haben wir wieder laufende Kosten. Ich mag laufende Kosten überhaupt nicht, ehrlich zu sein. Ich glaube, man kann nicht nur für ein Feld mieten. Man muss den dann schon behalten. Das Feld ist, das Problem ist nicht, wie reif ist das Feld, sondern man kauft der andere weg, der nächste weg. Und wir sind hier in der vorletzten Wachstumsstufe. Also das ist auch kommt zeitnah. Hansen hier, hallo. Oh, wer? Hansen. Ja, Schneegans. Ich wollte eigentlich den Bürgermeister sprechen. Ja, der ist außer Gefecht gesetzt. Wieso denn das? Ja, der wurde gerade überfahren mit einem riesen Zerion. Sagen Sie nicht, dass der auf seinem Zerion saß. Ja, na, was denken Sie denn? Ach, nee. Der ist erstmal außer Gefecht gesetzt. Was kann ich, vielleicht kann ich vertretungsweise irgendwie, also ich meine, ich kenne ja den Rolf schon ein bisschen. Ja, ich würde gerne ein Feld kaufen. Nee, da müssen wir jetzt warten, also das kann nur er machen. Aber kann ich es wenigstens sagen, dass sie das notieren, dass niemand dazwischen funkt?
Das kann ich machen, ja. Ich denke mal, da werde ich den Rolf irgendwie im Krankenhaus erwischen. Ach, so schlimm? Naja, also, da hat unten der Knochen irgendwie rausgeguckt. Das sah ein bisschen ulkig aus. Also, am Fuß. Naja, dann erstmal gute Besserungswünsche natürlich. Und es würde sich um Feld 1 handeln. Feld 1. Werde ich ihm mitgeben. Ich denke mal, wird er dann, wenn es ihm wieder ein bisschen besser geht, dann wird er da zu sich kommen. Das ist super. Wie gesagt, richtet sich gute Besserung aus und ach hey. Also. Ja, ne? Ja, alles klar, danke. Alles klar, bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. Tino hat den Bürgermeister überfahren. Ja, natürlich muss das zurückbezahlt werden. Aber ich meine, du musst auch erstmal investieren, um in Fahrt zu kommen. Ne? Das ist halt auch klar. Und ich glaube, mit den Flächen, die wir jetzt haben, können wir schon mal arbeiten. Das ist schon mal ganz gut. Ja, wir fahren wieder hinten rein. Das ist, glaube ich, besser. Auch mit dem Dicken hier. Das wird natürlich jetzt ein bisschen enger als mit dem Joskin. Richtig weit ausholen. Also noch weiter hätten wir nicht ausholen können. Mann, Mann, Mann. Oh, aber guck mal. Ganz easy, Leute. Ganz easy. Wahnsinn. Ah, jetzt steht der Anhänger im Dings. Naja, gut. Nee, Kredit für Maschinen will ich eigentlich auch vermeiden. Da habt ihr schon recht, ne? Weil Feldkredit ist immer was anderes wie Maschinenkredit. Da habt ihr natürlich komplett recht. Das stimmt schon. Oh, jetzt schiebt er mich, die Sau. Habt ihr das gemerkt? Da war so ein Moment drinne, wo er mich dann geschoben hat. Der Hundling. Der olle Hundling. Da muss man doch ein bisschen rangieren jetzt. Weil er mich über die Achse geschoben hat. Weil er mitlenkt da hinten. Irgendwas hat er komisch gemacht. Nein. Da. Schau mal kurz hier. Eieiei. Gut gedacht, schlecht durchgezogen, den Anhänger da drin stehen zu lassen. Der hat nicht. Ach Quatsch, der hat nicht an der Mauer gekratzt. Ah, ich bin mir nicht so sicher mit dem LKW, ehrlich zu sein. Weil an sich sieht das hier alles ganz gut aus aktuell mit den Maschinen. Hallo? Was macht denn jetzt? Wo hängt der denn? Da gibt doch gar keinen Grund. Komisch. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Was macht der denn? Habe ich irgendeine Handbremse drin oder so? Ne. Achso, warte mal, wir überweisen mal dem Typen kurz 20.000. Kein Anhänger, nichts zum Ansehen und nichts zum Düngen. Ja? Ja? Hallo, Schneegans. Ja. Ich hab die, haben Sie gesehen, ich hab das überwiesen, die 20.000. 21.400 hoffentlich. Ja, na sicher. Achso, ja. Nee, hab ich gesehen, ja. Okay, gut, passt. Nee, perfekt, super. Na, dann passt das doch alles. Ja, danke. Dann ist das Geschäft ja abgeschlossen. Ja. Danke Ihnen. Bis viel Spaß damit. Ciao, ciao. Tschüss. So. Gut. Wir müssen jetzt in der Folge auf jeden Fall noch das Feld leer kriegen, weil ich da am Sonntag in der Baufolge bauen möchte, im besten Fall. Das ist so der Plan. Ah, jetzt lenkt er hinten rum. Ja, das, da stand ich zu weit drüben.
und habe zu früh eingeschlagen. So, jetzt aber. Ich finde, der Hof ist nicht zu klein, selbst mit den großen Maschinen. Es ist möglich. Es ist möglich. Wie findet ihr meinen Hof? Auch gerne an die Zuschauer. Klar, ihr habt natürlich schon, also über 6000 Leute haben die Baufolge geguckt, da war ich wirklich überwältigt, das hat mich mega gefreut. Aber könnt gerne nochmal reinschreiben, wie findet ihr das jetzt? Jetzt, wo ihr ihn im Betrieb seht quasi, weil viele haben geschrieben, boah, das ist aber, da kommt man ja gar nicht mehr ins Lager und hier und da nicht und dort und hier. Und ihr seht's ja, ich finde jetzt wirklich mit den großen Maschinen, die ja am Ende dann, wenn ich einen anderen Hof habe, hier außerhalb, da sollen die ja da gar nicht mehr fahren. Das ist ja nur für die kleinen Sachen. Und von daher sind die Maschinen, die jetzt da durchrasseln, natürlich verhältnismäßig ein bisschen sehr groß. Ne? Aber so soll es ja dann, die Grundidee basiert ja da nicht drauf. Weil die hier, also das Gespann vor allem, das soll dann hier draußen stehen beim Kuhstellen, wo einfach viel mehr Platz ist. Und der 7810, der fährt dann im Hof rum, ne, mit kleinen Anhängern. Ja. Wenn man überlegt, vor 5 Folgen war das noch eine Wiese. Ich finde, dass das Pack da sehr gut hinpasst, das hessische Pack. Auch vom Dorfbild, ich bin da mal übers Dorf geflogen, vielleicht wenn wir Zeit haben gleich, nachher können wir das gerne nochmal machen. Er wirkt nicht wie ein Fremdkörper, der Hof, im Dorf, im Vergleich zu den anderen. Es passt nicht zu 100%, das weiß ich selbst, ich meine, wir sind hier im Norden, ne? Und das ist ein Hessen-Pack, aber es sieht nicht aus wie ein Fremdkörper und das war mir wichtig. Ein paar, ein, zwei Kommentare waren auch, oh, das mit den Zierwerkautos, ich habe ja eine Ente und einen alten Traktor habe ich ja platziert in der Garage. Das hätte er nicht gemacht, ich habe eh wenig Stellplatz, hätte ich freigelassen. Absolut nachvollziehbar, kann ich verstehen, aber das sind Ecken. Da müsste ich übelst drin rumrangieren, um da was hinzustellen. Also das sind keine optimalen Parkplätze. Deswegen habe ich mir gedacht, baue ich da halt ein bisschen Zierwerk rein. Weil da kommst du eh schlecht hin, richtig. Und das war so meine Idee dahinter. Weil die Parkplätze gerade hinten, wo der Traktor steht, fummel da mal was hin. Oder auch da, wo die Ente steht. Das ist ja alles, naja. Das sind ja alles blöde Parkplätze, wenn man so will. So. Wir kommen ein bisschen in Zeitstress mit dem Stroh, sehe ich gerade. Das ist echt nicht gut. Müssen wir hinten weitermachen. Die nehmen wir jetzt aber noch mit. Da sich hinten die Baufläche für die Stelle, wenn ich das frei habe. Dass ich da so wenig Stroh wie möglich verliere. Nico, servus. Beziehungsweise vielleicht bauen wir auch gar nicht die Stelle schon, sondern nehmen erstmal unseren, da passen ja auch ein paar Kühe rein. Wir bauen erst die Stellhallen beim Händler. Müssen da mal gucken, wir nehmen dann kurz zum Ende, nehmen wir dann den Maximalkredit auf und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen in der Baufolge. Stroh ist halt nichts wert, weil jemand schrieb, verkauf doch einen Teil des Strohs, für Stroh kriegst du nichts. Deswegen wäre ich wahrscheinlich einfach alles verwenden zum Einstreuen, dann haben wir ein bisschen Mist und ja. Und für die Silage brauche ich es ja auch. Das ist Mischfutter, ne? Tino hat Stroh verkauft. Ja, kann er ja.
Ich heb's halt lieber auf, weil man braucht schon relativ viel Stroh, um die Kühe zu versorgen, ne? Genau, mit dem Fermenter macht nämlich auch der, machen wir auch Silage, ne? Ich gehe eigentlich, muss ich sagen, mag ich Gülle lieber als Mist, aber ich habe mir halt aus optischen Gründen einen Misthaufen in den Hof gebaut. Bau doch eine Düngerproduktion. Würde ich wahrscheinlich dann bei den Kuhställen in Betracht ziehen, ja. Upsi. Ja, es ist der, also ne, aber es ist ja dafür nicht bestimmt am Ende. Aber der ist schon zackig. Also der ist schon knapp dann. Weil der so komisch mitlenkt auch. Schon weiter rüberfahren. Ja. Aber der wird dann hier auch nicht mehr eingesetzt. Das fahre ich dann alles raus ins Silo. Wir haben ja dieses 1-Euro-Silo geschenkt bekommen. Das baue ich dann natürlich auch, aber das hat mir hier auf den Hof nicht gepasst. Also ich zeige euch das nochmal kurz, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Wir haben ja dieses Silo hier zur freien Verfügung bekommen. Das dürfen wir uns kostenfrei platzieren, beziehungsweise das kostet ja eh nur 1 Euro, aber das, guck mal, das passt hier nicht hin. Ja? Das passt optisch, hat mir das überhaupt nicht gefallen. Ich habe das hier vom hessischen Platz. Das kommt dann hier hinten mit zum Kuhstall irgendwo. Da stellen wir das dann hin und da fahren wir dann mit dem großen Ladewagen drauf. Weil ich glaube, dass ich raus da um die Ecke schwieriger komme. So vom Gefühl her. Wie gesagt, jetzt sieht es noch ein bisschen befremdlich aus, weil ich halt mit dem großen Kram auch durch den kleinen Hof muss. Aber die Konzeptidee vom Hof selbst ist, dass kleine Maschinen im alten Hof und große Maschinen im neuen Hof dann sind. Und im neuen Hof ist dann alles so gebaut, dass man mit den großen ohne Probleme überlegen kommt. Ja. Den LKW holen wir dann, wenn halt Geld da ist. So. Genau, Feld 1 erhöht nochmal den Kreditrahmen dann.
Hansen hier. Ja, Schneegans, hallo. Hallo, Herr Schneegans. Gibt's schon Neues von unserem Bürgermeister? Ja, der ist noch beim Arzt. Der kommt da durch? Ja, also so schlimm wird's jetzt nicht sein. Nee. Okay. Also ich denke mal, dem wird's bald wieder besser gehen. Aber so gut, dass er eventuell in den nächsten 10 Minuten irgendwas zu dem Feldkopf sagen kann, wahrscheinlich nicht, oder? Das kann, weil er hat jetzt nicht mehr weiter mit ihm gesprochen. Ich hatte ihn nur per SMS übermittelt und er meinte, er guckt mal nach und dann meldet er sich nochmal bei mir. Genau, weil er hatte mir auch gesagt, dass er da mit den Banken geredet hat und die räumen mir dann den Kreditrahmen ein. Ich habe mit denen telefoniert, die sagen halt, die gucken nach Landfläche hauptsächlich, wenn es um die Höhe der Kredite geht. Und da würde dieses Feld natürlich ordentlich reinschallern. Und dann würde das mein Kreditrahmen für mein Bauvorhaben am Wochenende halt nochmal positiv sich auswirken. Deswegen, wenn nicht, ist nicht schlimm, aber wenn er da noch ein Telefonat hinkriegt, wäre das gut. Ich guck mal, ob ich ihn irgendwie im Krankenhaus erreiche und dann würde ich mich im Zweifel nochmal melden bei ihm. Ja, genau. Wie gesagt, seine Gesundheit steht natürlich erstmal im Vordergrund, aber falls er es hinkriegen sollte, wäre das super hilfreich. Na klar. Ne? Ja, alles klar, danke. Alles klar, bis dann, tschüss. Ja. Nee, wir wollen mal nicht übertreiben, MG. Wir nehmen erstmal die und die drei können wir dann mal gucken. Im Milchfass brauche ich dann auch, genau. Ich fange schon wieder falsch an. Ich will doch hier unten. Na gut, obwohl das passt eigentlich ganz gut. Jetzt, das ist so der primäre Bauplatz, den ich mir so vorgestellt habe. Für die Stelle. Schneegans, hallo? Ja, der Metahens vom LU. Hallo. Super. Dann. Wie ist das mit der Rechnung? Kommt da auch jemand auf mich zu oder muss ich da? Da kommt einer von der Disco auf mich zu. Okay, super, alles klar. Alles klar. Super, dankeschön. Ja, bitte. Jo, ciao. Gut, fertig gekalkt ist auch. Wunderbar. Was wird quadratisch? Ja, das wird quadratisch. Da, ihr kennt mich ja. Ihr kennt meinen Baustil. Mag sauber und ordentlich und quadratisch. Das wird dann quadratisch. Wie viel Kühe ich brauche, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie viel Kühe ich will. Und ich möchte 2 Ställe bauen. Eigentlich. Oder erstmal ein, das weiß ich. Ne, eigentlich wollte ich 2 Ställe bauen, ja. Eins und drei. Also ich habe ja meinen Stall. In meinen Stall, gut, kann ich jetzt nicht sehen, aber in meinen Stall gehen rein 45 Kühe. So, da sollen so geschichtlich gesehen kranke Kühe rein oder halt die am Genesen sind oder so, keine Ahnung. Und dann würde ich gerne 2 so 140er Ställe bauen. Das heißt, ich habe dann 280 Kühe, 325 Kühe. Ja. Ich finde die Kuhstelle ziemlich cool, ehrlich zu sein. Und die würde ich hier gerne hinstellen. 2 Stück. Pop, pop. Ja. Ja, ich hau die nicht voll mit Kühen. Die vermehren sich natürlich. Ich hau da die Hälfte oder so rein. Also ich mach die Hälfte voll und dann gucken wir mal. Und wenn sie voll sind, verkaufen wir ein paar ab immer. So. Hab ich mir das gedacht. Und ich glaube, bei 300 Paar Kühen kommt gut Milch rum. Und gut Dünger auch. Also, ne?
Genau, genau. So zum Beispiel, Dagmod, so zum Beispiel, ja. Die Straße wird hier rauskommen. Also ich gehe ja hier durch. Das ist der Hauptweg dann. Ich fahre hier aus dem Hof raus, fahre hier durch, hier lang, ja. Fahre hier durch und bin hier auf dem Grundstück. Hier ist die Zufahrt zum Grundstück dann. Später. Nicht mehr hier. Ey, die ist sogar stehen geblieben, oder? Oder bleiben die automatisch stehen? Also nur bei der Zugmaschine. Ich glaube, die bleiben automatisch kurz stehen. Wie sollen die erkennen, dass ich da stehe? Das wäre super krass. So. Schnell ganz hallo. Ja, der Herr Kowalski. Hallo. Ich hätte eine Rechnung für Sie, Herr Schneegans. Ist die höher als 17.000 Euro? Nein. Sehr gut. Dann raus damit. 16.999 Euro. Nein, das... Schneegans. Es würde sich um 9.991,39 Euro handeln. Würde ich aufrunden auf 10, ne? Das ist ja... Also, Sie sind so nett. Ne, Sie haben ja auch ordentlich gearbeitet, soweit ich sehen konnte. Also, ja, also für Sie nochmal kurz zur, weil das machen wir jetzt mittlerweile des Öfteren, sagen wir halt kurz, was wir gemacht haben. Also 10, ne? Genau, 10.000. Überwiesen. Genau. Ja, das Feld 8 Haferdreschen hatten wir gemacht bei genau. Ihnen und das Feld 41 Kalken hatten wir bei Ihnen gemacht. Jawohl, passt so. Sehr gut. Haben Sie schon wieder neue Aufträge für uns? Noch nicht, nein. Okay, alles klar, nein, kein Problem. Ja, ich melde mich aber, wenn es soweit ist. Ja, wunderbar, Herr Schneegans. Ja, schönen Tag Ihnen noch. Ebenso, ciao. Kommt mit dem dicken Arsch nicht rum, die Sau. So. Was sagt er zu meinem Waschplatz? Ich meine, ihr kennt ihn inzwischen, ne? Ich habe den gebaut in Bildet 1, ich habe ihn gebaut in TF2 oben auf meinem Hof. Da habe ich auch so einen Waschplatz. Wie immer cool. Ist immer eine Fummelarbeit, den zu bauen, aber wenn er gebaut ist, finde ich ihn schön. Das war zu weit ausgeholt. Ei, jetzt habe ich es gebaut. Das war zu weit. So. Eine Hoftanke wäre doch was. Nicht genug Platz, aber vielleicht im neuen Hofteil. Am neuen Hof. Was ich auch noch nicht habe, ist zum Beispiel eine Wasserzufuhr. Einen Hydrant oder so, ne? Aber den werde ich auch am großen Kuhstall irgendwo bauen. Weil er da einfach, weil da mehr Kühe sind. Sehr geradlinig. Ja, muss er aber, ne? Waschplatz muss geradlinig sein. So. Ich bin von mir selbst überrascht, dass ich jedes Mal diese Einfahrt nehme und nicht einfach quer über die Wiese fahre. Ich bin so ordentlich heute, Mann. Verrückt. Verrückt. Oh, hier muss man eben ein bisschen schräg anfahren. So, dann haben wir nämlich den Anfangspöppel. Dann ziehen wir durch. Aber das schaffen wir nicht mehr, weil die Folge ist gleich vorbei. Aber das macht nichts. Weil das liegt nicht im Weg, das Stroh hier. So. Das triggert mich schon die ganze Zeit, diese Einfahrt mitten im Feld. Ja. Aber wie gesagt, die kommt dann da hinten ans Eck. Jetzt habe ich es euch hier gezeigt, gell? Weil ihr das ja auch seht. Naja, da hinten ans Eck auf jeden Fall.
Dein Monk hat dich unter Kontrolle, ja. Mein Monk hat mich heute wieder unter Kontrolle. Und somit hat mich auch die Zeit unter Kontrolle, weil wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, weil ich es euch gesagt habe, was ich meinte mit, mein Hof sieht nicht aus wie ein Fremdkörper. So, guckt, das ist das Dorf. Und wenn man so drüber fliegt, finde ich, wirkt er nicht wie ein Fremdkörper. Oder seht ihr das anders? Also könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde, klar, es passt nicht zu 100%, weil, ne, und Norden und so. Aber ich finde, er schmiegt sich ganz gut an. Ans Dorf. Und das war mir auch ein bisschen wichtig. Genau, wir hauen jetzt noch den Kredit voll und dann sind wir auch durch für heute. Und dann schauen wir mal, was das gibt. Das war's. 612.000. So, meine Freunde. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne bei den anderen vorbei. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, das sage ich jetzt in der letzten Folge, dass der Ton besser geklappt hat, weil das war zu leise. Die Leute waren zu leise. Ja, von daher vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.